Hochschulen haben sich durch generative KI dahingehend verändert, dass ihnen bewusst geworden ist, dass sie schnell handeln müssen und die Berufe der Frauen perspektivisch auch als erstes obsolet werden. Ich glaube, es braucht auch ein paar Visionäre und Pioniere, die voranschreiten. KI kann sinnvoll in der Hochschulbildung eingesetzt werden, indem man individuelle Chatbots damit baut, die sich spezifisch auf den jeweiligen Studierenden einstellen. Das heißt, der jeweilige Chatbot wird mit den Informationen des Studierenden gefüttert, mit den jeweiligen Studienfächern, mit den Inhalten, um dann dezidierte Fragen stellen zu können, Lernbots bauen zu können und dergleichen. Studierende und Lehrende können fit für KI werden, indem sie sich privat weiterbilden, indem sie privat sich damit in der Tiefe beschäftigen, was absolut notwendig sein wird, insbesondere für Frauen, weil Frauen sich immer weniger oder viel weniger mit KI beschäftigen als Männer und die Berufe der Frauen perspektivisch auch als erstes obsolet werden. Das heißt, Berufsbilder, die typischerweise von Frauen bekleidet werden, wie Grafikerinnen gibt es viele, im Marketing gibt es viele Frauen, HR, das sind alles Berufe, die perspektivisch von der KI als erstes ersetzt werden. Hochschulen haben sich durch generative KI dahingehend verändert, dass ihnen bewusst geworden ist, dass sie schnell handeln müssen, weil allein auf der Plagiatsseite sozusagen müssen sie relativ schnell Lösungen finden, da das bisherige System so nicht funktioniert. Wenn Studierende jetzt Arbeiten schreiben, können sie relativ gut KI als Handwerkszeug nehmen und das funktioniert natürlich nicht mit dem Bewertungssystem und dem System der Hochschulen, wie sie lernen und lehren. Um KI-Innovationen hervorzubringen, brauchen Hochschulen in allererster Linie Kapital. Das heißt, wenn sie eigene Modelle bauen wollen oder eigene Entwickler graduieren wollen, brauchen sie Kapital, um sie zu fördern, um Research Labs zu schaffen, was auf der anderen Seite ja sehr interessant ist, weil dort die Regulatorik nicht gilt. Das heißt, im Prinzip kann man im Umfeld der Universität sehr gut forschen und sehr gut wie in einer Sandbox Dinge bauen, die in der Wirtschaft so nicht möglich wären. Das heißt, ich glaube, es braucht auch ein paar Visionäre und Pioniere, die voranschreiten und die Ideen bringen und Konzepte bringen und das sehr fördern.